Liebe Genossen, Comrades, Tovarischi, willkommen zurück hier in Transastralien auf dem verschneiten Schlammweg mitten im Winter. Heute schreiben wir den 17. Dezember 1988. Die von uns in der letzten Episode beauftragten Bauarbeiten bezüglich der Errichtung hier der LPG, die sind natürlich noch nicht beendet. Ja, sie sind gerade erst begonnen worden, denn die Langsamkeit dieser Bauarbeiten, die ist wirklich erschreckend. Wenn wir uns das hier anschauen, hier ist das gesamte Baugebiet. Und außer diesem Rohr ist hier noch nicht viel fertiggestellt worden. Da gilt es also, Geduld zu bewahren. Zum Beispiel hier bei der LPG, da sehen wir, sind erst 13 Tonnen Beton angeliefert worden und 12 Tonnen Kies. Wie gesagt, Geduld ist hier gefordert. Wir sehen, dass unsere Bauindustrie ziemlich intensiv hier unterwegs ist. Und ich frage mich ab, wieso hier eigentlich kein Schneepflug sich mal berufen fühlt, diese Straße zu räumen. Denn hier gibt es doch einen weiteren Standort des Winterdienstes, und zwar diesen hier. Jetzt hat dieser allerdings auch nur eine Reichweite von 1000 Metern, sollte sich doch aber eigentlich berufen fühlen, diese Straße hier zu räumen. Denn der Beginn dieser Straße, der liegt ja deutlich innerhalb dieser 1000 Meter. Es kann aber sein, dass die Reichweite sich hier dann auf das Ende der Straße bezieht, denn, und jetzt sehen wir es, wenn wir hier die Reichweite erhöhen auf 3000 Meter, dann wird diese Straße hier auch als Arbeitsbereich mit angezeigt. Na gut, das ist also eine kleine Falle. Da hätten wir, und das wäre natürlich auch strategisch für die Bauarbeiten besser gewesen, diese Straße nicht von der LPG ausgehend zur Kreuzung errichten sondern genau umgekehrt. Denn dann wäre auch der Baubeginn der Straße hier an dieser Stelle gewesen. Das heißt, dann hätten die LKWs alle nur bis hierhin fahren müssen. Das hätte wahrscheinlich hier die Bauarbeiten doch deutlich beschleunigt. Wir werden aber mal Bescheid sagen, dass hier sowohl mit hoher Priorität dran gearbeitet wird, als auch, dass sie Bescheid sagen, wenn sie denn mal fertig sind. Bei dieser Straße brauchen wir die Meldung eigentlich nicht. Hier soll nur hochprioritär dran gearbeitet werden. Denn bis zur Grenze hier ist die Kiesstraße schon fertiggestellt worden. Das sehen wir hier. Das sieht also ganz gut aus. Jetzt gilt es hier, dieses Stück fertigzustellen. Und um der Bauindustrie eine schnellere Zufahrt hier in das Baugebiet zu ermöglichen, dann auch diese linke Straße hier endlich mit Kies zu versehen. Dafür sind aber noch 460 Tonnen Kies erforderlich. Jetzt sollte aber durch die Einstellung der hohen Priorität hier auch bevorzugt dann an dieser Straße gearbeitet werden. Und ein Hinweis, der auch in der letzten Episode hier kam, war doch hier in diesem Bereich noch eine Tankstelle mit anzulegen. Und diesen Hinweis möchte ich auch gerne aufgreifen. Deswegen nehmen wir uns hier die Gratis-Tankstellen jetzt erstmal. Und da werde ich hier eine weitere mit anlegen. Eventuell hier direkt. Müssen wir mal schauen, obwohl das natürlich auch ein guter Standort wäre für den Strom hier vor Ort. Nur, ja, werden wir das erstmal ignorieren, denn es dauert noch eine ganze Weile, bis die Bauarbeiten hier, wie gesagt, abgeschlossen sind. Auch nach Fertigstellung der LPG soll benachrichtigt werden. Denn dann könnten wir jetzt, nachdem wir ja 3 Monate, mittlerweile ein Vierteljahr also, Svidava nicht mehr besucht haben, dort auch mal nach dem Rechten schauen. Denn hier vor Ort nur Beobachtungen durchzuführen und den Verkehr zu bewundern, das ist natürlich auch wenig effizient. So hat der Bauminister hier auch eine gute Ausrede sozusagen, jetzt kurz vor Weihnachten hier nach Svidava zurückzukommen. Wir können uns das Ganze hier auch einmal geografisch anschauen, denn dazu sind wir noch nicht gekommen. Hier sind wir im Einsatz. Hier sehen wir die Baustelle der LPG. Und hier liegt unser geliebtes und vertrautes Svidava. Und wir sehen auch, dass die Verbindungen, die hier erforderlich sind, um Svidava hier mit dieser LPG zu verbinden, noch lange nicht fertiggestellt worden sind. Das heißt, auch um dieses Problem, um diese Herausforderung können wir uns dann hier im Einzelnen kümmern jetzt. Deshalb werden wir jetzt mal hier nach Svidava zurückfliegen. Denn nachdem wir das letzte Gefängnis errichtet hatten, hatten wir diese Stadt ja eigentlich hier verlassen.
hier sich eventuell auch ein kleines Verkehrsproblem, obwohl es eigentlich hier dauernd vorangeht. Also das ist eine Aufstockung, die wir hier in Kauf nehmen können. Eigentlich war ich hier auf dem Wege zu diesem Gefängnis. Und hier sehen wir auch, dass von 210 Haftplätzen 223 besetzt sind. Das heißt, auch hier gibt es jetzt eine kleine Überbelegung. Das müssten wir uns mal anschauen, ob dieser Trend hier weiterhin nach oben geht. Denn ich könnte mir vorstellen, dass ja genau in allen Gefängnissen derzeit hier eine gewisse Form der Überbelegung herrscht. Die Einstellung auf 100% Propaganda allerdings hier in diesen Haftanstalten, hier sind es nur 96, führt weiterhin zu einem Absinken der Kriminalität der hier Inhaftierten und zu einem Anstieg der Loyalität. Und das sind eigentlich sehr positive Entwicklungen dieser Werte hier. Das sollten wir jetzt hier auch vor Ort einführen, finde ich, denn das hat sich doch als sinnvoll erwiesen. Und gleichzeitig überprüfen wir auch in unserem kleinen Knast hier vor Ort, wie die Einstellungen hier derzeit getroffen sind, denn hier haben wir auch noch ein bisschen rumgespielt daran, aber auch hier werde ich auf 100% Propaganda gehen, in der Hoffnung, dass nicht nur die Kriminalität abgesenkt wird, sondern dann auch hier die Loyalität weiterhin steigt. Denn das ist, was wir hier benötigen. Wir brauchen loyale, nicht kriminelle Entlassungskandidaten, die wir hier zurück in unsere Gesellschaft spülen, in die Gesellschaft, die ja immer noch über die hohe Kriminalität klagt. Denn ihr seht, immer noch 10.566 Klagen werden hier von den Bürgern über die hohe Kriminalität geführt. Jetzt könnten wir uns das hier auch einmal in der Statistik anschauen, denn dieses Jahr, das neigt sich ja jetzt dem Ende zu, hat nach der Neueröffnung des Gerichtes dazu geführt, na nicht das Jahr hat dazu geführt, aber die Neueröffnung des Gerichtes eben, dass alle Fälle, die die Polizei vorträgt, abgeurteilt werden können. Gleichzeitig kann die Polizei auch die Verbrechen hier untersuchen. Das ist gut. Das heißt, dass die Rückstaus im inneren Dienst der Polizei hier abgesenkt werden konnten. Und es gibt noch eine kleine Anzahl von Fällen, in denen die Polizei nicht zum Tatort gekommen ist. Das könnten wir uns gleich nach dem Jahreswechsel anhand des Overlays der im letzten Jahr nicht bestreiften Verbrechen nämlich hier einmal genauer anschauen. Ansonsten macht die Kriminalitätsentwicklung hier eigentlich einen positiven Eindruck. Hier kam jetzt aber die Meldung, dass es einen Stau gibt und das schauen wir uns mal an, denn sowas kann schnell gefährlich werden. Hier handelt es sich allerdings um einen Stau, der schon aufgelöst worden ist. Wahrscheinlich, denn das kommt häufiger vor, standen einfach Winterdienstfahrzeuge hier vor diesen Abladestationen für Bruchstein. Und die müssen natürlich warten, bis die Kipper hier entladen worden sind. Denn zwar haben wir dank der Wartung jetzt einen dauerhaften Kiesverbrauch, was sehr positiv ist. Ihr seht sogar, dass wir hier sehr viel Kies verbraucht haben. Da frage ich mich eigentlich, wo dieser gesamte Kies hier hingelaufen ist. Denn uns fehlen ja beinahe 1000 Tonnen. Das ist interessant. Das heißt, dass wir doch einen sehr großen Verbrauch gehabt haben. 1000 Tonnen Kies. Da könnten wir auch mal in die Statistik hier reinschauen. Inländische Produktion und Verbrauch. Wo dieser Kies dann hingelaufen ist. Denn eigentlich sollte er hier in diesem Jahr dann in den Konstruktionen verschwunden sein. Die Konstruktionen, die hier wahrscheinlich dann auch die Sanierungen der Gebäude nämlich mit umfassen. Da sehen wir, insgesamt wurden in diesem Jahre 2500 Tonnen verbraucht. Und hier am Ende, na, leider können wir uns das nicht dauerhaft aufrufen, aber ihr seht die Ausschläge hier am Ende, die wahrscheinlich hier auf Sanierungsmaßnahmen nämlich zurückzuführen sind. Überhaupt ist es recht interessant, wie jetzt hier dauerhaft für diese Sanierung nämlich Rohstoffe und Baustoffe halt aufgewendet werden.
Das ist eine positive Entwicklung, denn so ein System will natürlich am Laufen gehalten werden, denn sonst führt es doch hier zu Problemen. Jetzt fehlen aber mechanische Bauteile, wo wir gerade beim Stichwort Probleme sind, und zwar hier auf der Nympheninsel. Das ist äußerst unschön. Haben wir überhaupt keine mechanischen Bauteile mehr? Das bedeutet nämlich, dass unsere Fahrzeugproduktion hier lahm liegt. Nein, eigentlich sind hier noch 18 Tonnen vor Ort. Ihr seht den Stand jetzt hier natürlich absinken, ja, aber da ist ja ein Schiff dauerhaft unterwegs und die Produktion läuft ja auch weiterhin. Warum wir jetzt hier diese Meldung erhalten? Wahrscheinlich aufgrund des eingestellten Mindestwertes hier. Ja, das kann sein, Nachricht, wenn leer, das haben wir hier nämlich mit angekreuzt. Und da frage ich mich ab, wo eigentlich dieses Schiff jetzt hier ist, welches die mechanischen Bauteile anliefert. Denn dieses Schiff fährt derzeit nur diese Route hier. Von diesem Hafen, hier werden Bauteile geladen und da liegt es auch, ne? Ja, das seht ihr, 176 Tonnen, das heißt, das schicken wir jetzt hier mal manuell zur Entladung zur Nympheninsel. Danach lädt es hier wieder Bauteile auf, die haben wir dann aus dem Recycling nämlich gewonnen und den Export, den hatte ich hier zwischenzeitlich mal ausgestellt, denn wichtiger als der Export ist dieses Gesamtsystem hier nämlich am Laufen zu halten, das heißt eine dauerhafte, sichere Versorgung mit mechanischen Bauteilen hier für unsere Industrie sicherzustellen und das hoffe ich hier durch den Schiffsverkehr eben gewährleisten zu können. Wir müssen mal schauen, wie die Produktion hier läuft. Ja, jetzt sind hier nicht so viele Arbeiter vor Ort. Ihr seht aber, es ist gerade ein neues Fährschiff auch angekommen und dieses sollte jetzt genug Arbeiter hier in die Fabrik bringen. Ja, gut, ein Drittel ist jetzt auch nicht so super viel. Ja gut, hier kommt der Schwung erst noch anmarschiert. Sie laufen hier die Treppe hoch und jetzt sind wir auch mal wieder hier effizient und quasi voll ausgelastet. Das ist eben das Problem mit dem Fährverkehr, dass es nicht dauerhafte Arbeiterstände garantieren kann. Es kommen immer sehr viele Arbeiter an, allerdings ist die Frequenz nicht hoch genug, um diese Fabriken und Produktionseinheiten dauerhaft auszulasten. Damit müssen wir aber leben und das können wir wahrscheinlich auch. Eine Sache, die ich hier in Svidava noch bearbeiten möchte, ist der Kolchose-Markt. Denn den können wir uns gerne mal anschauen. Da ist nämlich auch noch eine Sünde der Vergangenheit aufzuarbeiten. Und diese Sünde der Vergangenheit ist dieses Stückchen Feldweg hier. Hier allerdings eine Asphaltierung durchzuführen, ist auch wieder hochriskant, denn hier haben wir sehr viele Einkäufer. Ihr seht es hier, sind 160 Leute, 170 sind es jetzt. Jetzt sind wir über 200, beinahe 250. Also es ist ein sehr beliebter Markt, eine sehr beliebte Einkaufsgelegenheit. Wahnsinn, oder? Beinahe 500 Kunden waren hier jetzt gerade vor Ort. Und diese Beliebtheit drückt sich natürlich auch in einem hohen Verbrauch von Lebensmitteln hier in diesem Markt aus. Das heißt, wenn wir jetzt hier diese Strecke asphaltieren, dann schneiden wir natürlich die Versorgung ab. Das kann äußerst unangenehm werden. Alternativ könnte man natürlich hier auch ein externes Lager mit anschließen. Denn dieser Markt, das gebe ich auch zu, der war niemals hier für solche Massen an Kunden gedacht und nicht dafür hergerichtet, nicht dafür geplant worden. Hier wäre es von Anfang an sinnvoll gewesen, ein externes Lebensmittellager mit anzuschließen. Das ist nicht geschehen, das kann jetzt nicht mehr geschehen aufgrund der baulichen Gegebenheiten. Und da müssen wir einfach von heute aus nach vorne denken. Es gilt jetzt also hier diesen Lehmweg zu einer Asphaltstraße zu modernisieren, auch wenn die Durchfahrtgeschwindigkeit hier natürlich dadurch nicht sehr stark erhöht werden wird. Aber so ein Lehmweg ist natürlich auch ein Schandfleck und auch eine Gefahrenstelle
hier in unserer Stadt, die es zu vermeiden gilt. Ihr seht auch, dass selbst die Polizeifahrzeuge, die hier vor Ort stehen, hier für Probleme sorgen. Denn aufgrund dieser internen Verkehrswege hier auf dem Parkplatz müssen natürlich immer hier die Fahrzeuge warten. Und jetzt gehe ich auf die Pause am 2. Januar 1989 und werde hier zur Feier des neuen Jahres die Asphaltierung verfügen. Oje, da haben wir auch noch eine Unterbrechung mit drin, ne? Ja, das kann ja heiter werden. Wir werden diese beiden Stückchen hier jetzt mit Asphalt versehen und sämtliche Bauindustrie unserer Republik hier mit zuweisen. Naja, sämtliche nicht, denn die hinten in Kolani tätig sind, die werden sich hier nicht beteiligen. Hier kommen die Fahrzeuge nicht ran, das ist klar. Da wollen wir mal schauen, ob wir eventuell mit den Helikoptern hier rankommen. Jo, das klappt, super. Dann bin ich mal gespannt, wie schnell das jetzt hier fertiggestellt wird. Natürlich mit höchster Priorität, denn gleich wird es Klagen geben. Gleich wird es Klagen geben, dass hier nämlich nichts mehr zu essen zu erwerben ist. Die 8 Tonnen Nahrungsmittel werden hier nicht lange ausreichen. Ihr seht, wie schnell der Stand jetzt hier bei normaler Geschwindigkeit runterläuft. Und gleichzeitig wird auch die Versorgung dieses Marktes mit Lebensmitteln zusammenbrechen, denn für unsere Fahrzeuge ist der Parkplatz jetzt natürlich nicht mehr erreichbar. Ihr seht hier schon die Fragezeichen, die sich hier auf den Stirnen der Chauffeure bilden. Dann hoffe ich mal, dass das hier relativ schnell jetzt erledigt wird. Oh je, das müssen wir abwarten. Wir sind jetzt bei 5 Tonnen und gleich werden wir hier auf 0 sein. Kleidung, ja, Kleidung ist noch vor Ort. Oh, die fahren hier rüber über diese Straße. Und bleiben die jetzt hier etwa stehen auf unserem Bauprojekt und blockieren uns? Ja, das kann passieren, Leute. Das kann passieren. Da gehe ich hier mal auf die schnellere Geschwindigkeit. Wir schauen uns das mal an. Hier ist jetzt noch ein Winterdienstfahrzeug mit raufgefahren. Denn interessant wäre es ja schon, wann hier die Bauindustrie endlich mal zum Einsatz kommt. Ich höre schon die ersten Helikopter, das ist sehr gut. Das heißt, dieses hintere Stück wird jetzt bearbeitet, trotz der sich darauf befindlichen Fahrzeuge. Ja, 3,8 Tonnen Kies sind hier schon angekommen. Wir brauchen für das hintere Stück nur noch knapp 3 Tonnen Asphalt und ein paar Arbeitstage. Jetzt gibt es allerdings hier auch die ersten Staus. Das heißt, diese Fahrzeuge muss ich jetzt einfach hier händisch sozusagen versuchen, nach Hause zu beamen. Denn würde natürlich dazu führen, dass die Bauindustrie hier auch nicht mehr jetzt ihr Projekt erreichen könnte. Und dann hätten wir hier den kompletten Stillstand nämlich zu beklagen. Ja, jetzt ist das Essen alle. Das heißt, jetzt fängt auch die Zufriedenheit an abzusinken. Ja, und wir können nichts weiter tun, als abzuwarten. Wir können nur an die Geduld unserer Bürger appellieren, denn jetzt ist es eine knappe Woche her, dass die Bauarbeiten hier begonnen worden sind. Und seit 2-3 Tagen gibt es hier jetzt auch nichts mehr zu essen. Wir fallen auf 87%, aber jetzt kommen die ersten Lieferungen der Bauindustrie hier auch an. Das heißt, für das erste Stück werden nur noch 5 Tonnen Asphalt benötigt. Und einen weiteren Stau gibt es zu beklagen. Ja, das ist genau der Stau, den wir hier auch beobachten. Nein, ist es nicht. Oh, das ist kritisch. Das ist jetzt ein Stau nämlich, der hier ja entsteht, weil hier ein LKW diese Ladeposition blockiert. Ein LKW, der jetzt nicht weiß, wie er den Kolchose-Markt erreichen soll. Warum diese anderen LKWs hier jetzt nicht hinfahren, ja, das kann ich euch auch nicht sagen. Das heißt, die gesamte Lebensmittelversorgung, Svidavas, ist jetzt hier in Gefahr. Wir können auch diesen LKW hier nämlich nicht irgendwie nach Hause schicken. Mal sehen, ob es etwas bringt, hier das erste störende Fahrzeug zu entfernen. Nein, sie fahren einfach hier nicht ins Lebensmittellager hinein. Ah, das ist äußerst kritisch.
Die Frage ist, wann hier die Zufahrt jetzt fertiggestellt werden kann. 5 Tonnen Asphalt werden hier noch benötigt. Wir sind auf 87% abgefallen. Ja, noch ist es akzeptabel. Allerdings haben wir jetzt die komplette Lebensmittelversorgung wieder was hier unterbrochen. Das heißt, das kann relativ schnell sehr, sehr kritisch werden. Oh je. War es etwa ein Fehler, diese unterlassene Asphaltierung, diesen Mangel aus der Vergangenheit hier durchzuführen? Ja, jetzt kommt hier ein Bus mit Arbeitern an. Diese verarbeiten hier den vorhandenen Kies. Ja, super. Nur brauchen wir noch die 5 Tonnen Asphalt. Das erste Stück ist schon fertiggestellt worden. Okay, prima. Das heißt, nur noch 5 Tonnen Asphalt, die hier benötigt werden. Wenn die 5 Tonnen Asphalt vorhanden sind, dann können die Arbeiter diesen verarbeiten und dann würde auch der Stau hier hinten nämlich wieder aufgelöst werden. Ihr seht es hier, die gesamte Versorgungsflotte unserer Stadt hier vor Ort steht jetzt hier nämlich im Stau, solange er nicht weiß, wie er hier wegkommt. Also gibt es nichts Wichtigeres, als jetzt diese 5 Tonnen Asphalt hier möglichst schnell nämlich anzuliefern. Und ich hoffe, dass das unserer Bauindustrie hier auch bewusst ist. Hier kommt ein Helikopter jetzt. Ja, der bringt aber auch nur zusätzliche Arbeiter noch. Die brauchen wir hier eigentlich nicht. Was wir hier brauchen, ist der Asphalt. Sehen wir hier, ob zu dieser Baustelle LKWs unterwegs sind? Ja. Hier sehen wir einen Kipper. Und der bringt den Asphalt. Wo ist er denn? Hier knapp vor Ort. Ah, da kommt er. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, jetzt könnte doch hier... Ja, er soll mal abkippen hier. Oder kann er... Doch, er kann entladen. Trotz der hier sich befindlichen LKWs. Ihr seht nur, dass das sehr langsam geschieht. 4,2 Tonnen Asphalt sind jetzt aber vorhanden. Das heißt, 600 Kilo sind schon verarbeitet worden. Und eigentlich sollte doch das jetzt hier gut vorangehen. Jetzt sind hier keine Arbeiter auf der Baustelle. Ja, warum das denn wiederum nicht? Die können doch hier einfach herlaufen. 33 Arbeitstage brauchen wir. Sind auf 83% jetzt abgefallen. Das heißt, die Zufriedenheit jetzt wird das richtig kritisch, denn jetzt werden wir diese Zufriedenheitsprozentzahl hier richtig runterkegeln sehen. Kein Wunder, wenn die gesamte Lebensmittelversorgung hier natürlich unterbrochen wird. Und ich frage mich jetzt, warum hier dieser Asphalt nicht verarbeitet wird. Jetzt kommt ein Bus an, der Arbeiter gebracht hat. Diese sind hier sehr gut. Hier kommt der nächste Bus. Es scheint doch jetzt zu funktionieren, oder? 25 Arbeitstage noch. Jetzt noch 20. Eine Tonne Asphalt noch. Und... Nein, das kann doch wohl nicht sein. Benötigen wir jetzt wirklich noch 20 Kilo Asphalt zusätzlich? Nein, jetzt... Jetzt, Gott sei Dank, jetzt ist die Zufahrt hier fertiggestellt worden. Das heißt, jetzt können wieder Lebensmittel angeliefert werden. Hier funktioniert es jetzt ganz normal. Wir müssen nur schauen, dass dieser Stau hier vernünftig aufgelöst wird. Und das ist anscheinend der Fall. Auch wenn ich mich frage, warum jetzt hier eine... Ja, genau das, was wir sehen. Warum hier nicht mehrere LKWs rauffahren? Doch das tun sie. Nur scheinen sie so schnell hier zu laden in diesem Lager, dass sich für die nächsten einfahrenden LKW kein Zeitfenster ergibt, um hier vernünftig einzufahren. Das heißt, dieser Stau wird jetzt hier wieder langsam aufgelöst und wir müssen einfach darauf vertrauen, dass jetzt hier die Lebensmittelversorgung wieder aufgebaut wird. Eine weitere Änderung der Zufriedenheit hier wird wahrscheinlich noch ersichtlich sein, und zwar in den negativen Bereich hinein. Aber wir können unseren Bürgern hier stolz verkünden,
dass diese 20 Meter Asphaltweg hier jetzt endlich einmal fertiggestellt worden sind. Und da bin ich auch sehr zufrieden drüber. Prima. Das heißt, wir müssen jetzt nur abwarten und aufpassen, dass keine zusätzlichen Probleme hier hinzukommen, denn wir haben hier genug Probleme jetzt durch diese Baumaßnahme natürlich verursacht, können aber diese Meldungen ignorieren, denn der Stau hier, ja, das sind die LKWs, die wir selbst sozusagen in den Stau geschickt haben. Das heißt, das kann alles auf, das heißt, diese Meldungen können alle vernichtet werden und wir werden in der Zeit mal schauen, denn da wollte ich auch beigehen, den Fahrzeugpark hier zu erneuern. Die hier vorhandenen Bagger, denn wir sehen hier, dass wir von den Tatra 815 insgesamt 3 Stück im Vorrat haben. Elektrizitätsproblem. Ui, was geht denn jetzt hier los? In Stahlettin gibt es ein Elektrizitätsproblem. Oh je. Das müssen wir uns mal anschauen, denn sowas ist ja hier lange nicht passiert. Da müssen wir mal schauen. Hier liegt Spannung an, hier auch. Merkwürdig. Hier liegt Spannung an. Die Leistungsabnahme ist sehr gering. Eigentlich sehe ich hier kein Elektrizitätsproblem, um ehrlich zu sein. Wir werden uns aber zur Sicherheit auch mal das Overlay hier anschauen. Und zwar das der Spannung. Denn dieses Overlay gibt Auskunft darüber, inwieweit hier irgendwelche Probleme vorliegen. Denn auch hier in Stalettin wurde ja irgendeine Pumpe als angeblich unterversorgt angezeigt. Ich sehe jetzt aber hier eigentlich alles minimal bei 230 Volt. Das ist ja geradezu ein Meer von grünen Anzeigen, welche wir hier sehen. Nö, das sollte eigentlich so in Ordnung sein. Also worauf diese Meldung jetzt zurückzuführen ist, das kann ich euch nicht sagen. Die Zufriedenheit sackt weiter ab, wahrscheinlich immer noch durch die mangelhafte Nahrungsversorgung, obwohl der Stau jetzt hier aufgelöst worden ist. Das heißt, so langsam sollte die Versorgungsbedarfs wieder in Schwung kommen, obwohl natürlich durch diesen großen Schwung an LKWs, der jetzt hier gleichzeitig Einfahrt erhalten hat, und diese Fahrzeuge werden jetzt natürlich häufiger hier zwischen den leergelaufenen Kaufhallen und dem Lager hin und her pendeln. Und das natürlich hier direkt wieder im Winter durchzuführen, ist natürlich auch der ungünstigste Zeitpunkt, den man sich dafür aussuchen kann. Aber, liebe Leute, so ist es halt. Das sind die Planungen hier. Wir werden uns darum kümmern, diese 3 Tatra 815 vernünftig in den Einsatz zu bringen. Denn da schaue ich mal, wo wir hier alte Bagger sozusagen ersetzen können. Hier zum Beispiel sehe ich einen, hier ist noch einer und hier hätten wir sogar noch einen dritten. Das heißt, dieses eine Baubüro könnte dafür sorgen, uns Einsatzmöglichkeiten für diese neuen Bagger zu bescheren. Wir werden die alten Bagger hier direkt auch in die Verschrottung schicken. Denn die werden wir auch zukünftig hier nicht mehr einsetzen. Da werde ich in der Fahrzeugproduktion nämlich Bescheid sagen, dass hier zusätzliche Baggerfahrzeuge produziert werden. Dafür hatten wir ja auch schon den Bauplan entsprechend angekauft. Das heißt, müssten wir hier das nur auswählen. Zusätzliche Bagger, da bräuchten wir vielleicht 10 Stück. Sowas in dem Dreh. Jetzt hatte ich hier 4. Ah, die sind mit unterschiedlicher Farbe. Nein, dann nehmen wir die hier wieder aus der Produktion raus. Nicht mit zufälliger Farbe bauen, sondern mit der von uns festgelegten Farbe natürlich. Denn ich hätte diese gerne mit der roten Kabine. Und da können wir jetzt vielleicht 15 Stück hier mal in Auftrag geben. Und diese Bagger werden wir denn dafür gebrauchen, hier unseren Fahrzeugbestand zu erneuern. Und das ist auch ein gutes Vorhaben, denn hier haben wir ja teilweise doch sehr, sehr alte Maschinen noch im Einsatz. Unter anderem sollten wir auch hier ein neues Modell für die Kipper nämlich wählen. Hier sind auch noch Bagger zu erneuern, das seht ihr. Hier sind es nämlich auch genau 3 Stück. Das heißt, da schauen wir mal, ob wir jetzt hier im Anschluss an die Bagger denn auch neue Kippfahrzeuge
in Auftrag geben können. Mal sehen, welche Baupläne wir hier für die Kipper haben. Hier sind sie nämlich. Da hätten wir den Kamaz, den W50. Der gefällt mir eigentlich gut hier, der Tatra 8x8. 85 km/h, 20 Tonnen. Ja, das ist ein Fahrzeug, das mir hier gefällt. Das werden wir hier gerne mit in den Einsatz geben und auch produzieren lassen. Wie viele bräuchten wir davon, ist die Frage. Vielleicht auch so 15 bis 20 Stück, müssen wir mal gucken. Obwohl, wahrscheinlich sogar noch mehr. Denn damit könnten wir auch noch zusätzlich zu erstellende Baubüros eigentlich hier ausstatten. Denn wir sagten ja zu Anfang, dass es gilt, hier diese Verbindung in unser landwirtschaftliches Gebiet, welches sich hier hinten befindet, dann auch herzustellen. Denn das hatten wir uns ja auf der Karte angeschaut. Hier fehlt einfach eine Verbindung. Und damit die Straßen hier vernünftig angelegt werden können, müssten wir hier zusätzliche Baubüros errichten, einfach um uns die Fähigkeit zu geben, hier zusätzliches Terraforming durchzuführen. Denn genau hier ist ungefähr die Grenze des Wirkbereiches der bestehenden Bauindustrie, die sich hier hinten nämlich befindet. Das ergäbe nämlich die Notwendigkeit, dann hier ungefähr ein neues Baubüro mit anzulegen. Und das werde ich jetzt auch mal in Auftrag geben hier. Die Bauindustrie. Wir brauchen ein Baubüro. Ist die Frage, ob für 16 oder gleich für 24 Fahrzeuge. Vielleicht reicht auch eins für 16 Fahrzeuge aus. Allerdings, wenn wir jetzt hier schon bauen, dann können wir auch ein großes Baubüro für die 24 Fahrzeuge nämlich mit anlegen. Denn schaden kann es natürlich nicht. Ist nur die Frage, wie wir das hier platzieren. Denn hier sehen wir, können wir ein kleines Stückchen ohne Terraforming eine Baulücke finden. Müssen wir das hier nur gescheit irgendwie umdrehen. Ja, so ungefähr. Vielleicht richten wir uns dann eher hier nämlich an den Höhenlinien aus. Der Auftrag ist erteilt und dann brauchen wir hier eine vernünftige Straßenanbindung. Ich werde jetzt hier, obwohl es nicht absolut notwendig ist, aber eine Kiesstraße mit anlegen. Und dann müssten wir auch daran denken, hier den Strom hinzubringen, damit die Betankung dieser Fahrzeuge hier funktioniert. Denn sonst würden die natürlich zum Tanken hier immer die gesamte Straße runterfahren und dann hier irgendwo versuchen zu tanken. Das heißt, wir brauchen hier auch ein kleines Umspannwerk. Ein kleines Umspannwerk. Substation. Ja, das hat so einen Straßenzugang. Da könnten wir uns eigentlich das Umspannwerk nehmen, welches hier für die Versorgung, nämlich die Topas, zuständig ist. Das ist dieses. Das können wir uns natürlich nicht einfach nehmen, sondern das müssten wir uns hier kopieren und gleichzeitig hier auch eine Umbaumaßnahme durchführen. Das ist wieder ein bisschen unangenehm, aber das lässt sich leider nicht anders regeln. Das heißt, hier werden wir jetzt ein Umspannwerk mit platzieren. Gleichzeitig jetzt durch diesen Weg natürlich auch wieder neue Bauabschnitte produzieren, aber dieser Weg, der muss nicht in Kies ausgeführt werden. Den können wir ruhig hier als Lehmweg gestalten. Dann brauchen wir eine Leitung und dann ja, müssen wir das hier umbauen. Denn die Stromversorgung hier für das Umspannwerk muss getrennt werden. Können wir das einfach so machen? Ich denke schon, denn bislang wird nur Litopa versorgt und Litopa wird ja sowieso recht stiefmütterlich behandelt. Hier bräuchten wir jetzt also einen zusätzlichen Switch, einen Mittelspannungsschalter, wie es so schön heißt. Und da haben wir ja auch dieses Modell hier. Das ist das identische Gebäude, allerdings hier in der Funktion eines Switches. Und es rächt sich wieder, dass ich das nicht gleich so vernünftig mit angelegt habe, sondern hier sozusagen eine Endstation für den Strom geschaffen habe. Das ist unschön. Das heißt, wir müssen hier die Leitung wieder abreißen. Und ich überlege gerade, reicht das? Ja, ne? Dann müssen wir hier dem Abrissbüro Bescheid sagen. Abriss Ost muss hier zum Einsatz kommen. Die wissen jetzt Bescheid. Das heißt, die können sich jetzt um den Abriss kümmern. Dann
können wir hier diesen Mittelspannungsschalter platzieren und dann die Versorgung sowohl hier für Litopa als auch hier für unser neues Baubüro sicherstellen. Wer kommt denn hier eigentlich lang gefahren? Kommt hier jemand? Ach, das ist die Müllabfuhr, die sind wieder umgedreht. Naja, warum auch immer, das wissen wir nicht. Aber da wir jetzt Litopa sowieso lahmgelegt haben, können wir nämlich hier auch ein bisschen weitergehen mit der Asphaltierung. Zum Beispiel hier auf dieser Straße kann weiter asphaltiert werden. Auch hier der Tunneleingang. Und das Problem mit der mangelnden Kapazität zum Terraforming, das haben wir natürlich auch hier hinten in diesem Bereich. Das bedeutet, dass ich erstens jetzt hier diese überflüssige Not entfernen werde. Dann können wir unserer Bauindustrie was zu tun geben. Die können hier nämlich dieses Stück Straße asphaltieren. Ja, wir hätten auch am Tunneleingang beginnen können, aber das ist gehupft wie gesprungen. Dann funktioniert diese Straße, ist ja schon asphaltiert. Das heißt, die können hier in diesen Tunnel fahren, können hier dieses Stück asphaltieren und auch dieses Stück. Ja, da müssten wir nur Bescheid sagen, dass sie hier auch mit hinfahren. Ja. Und dann frage ich mich, wie es eigentlich diesem Winterdienst geht. Dem geht es sehr gut, denn der hat nichts zu tun. Ach, das ist ärgerlich. Das heißt, hier bräuchten wir Winterdienstfahrzeuge zusätzliche. Und zwar nehmen wir uns hier 3 W50 aus dem Depot und schaffen die hier rüber in den Einsatz. Denn die hätten sich jetzt natürlich hier auch im Winter bewähren können. Obwohl hier hinten natürlich auch noch nicht wirklich viel Verkehr unterwegs ist. Der Vorteil durch diese zusätzlichen Räumkapazitäten wäre wahrscheinlich gering gewesen. Aber wir nehmen das jetzt mal so hin. Und ich sagte ja, jetzt haben wir hier einen neuen Stau. Okay, da bin ich mal gespannt. Ah, Leute, hier geht es jetzt an die Sanierung, nämlich dieser Abladestellen hier, Fortschritt der Sanierung, okay. Das heißt, aufgrund der Tatsache, dass die LKWs hier kurz warten müssen, bekommen wir hier doch immer eine Staumeldung. Diese ist aber nicht wirklich gefährlich hier für uns. Und um sicher zu sein, dass die Sanierung der Gebäude auf der ganzen Karte gut funktioniert, schauen wir uns das jetzt hier mal an. Denn wir sehen, eigentlich gibt es ein Gebäude. Und zwar hier das alte Clubhaus auf der Nympheninsel. Wieso wird das denn nicht saniert? Leute. Wieso wird das hier nicht saniert? Das ist doch hier ganz normal erreichbar. Da müsste ich hier mal beim Baubüro vorbeischauen, die hier für die Sanierung nämlich zuständig sind. Kommen die hier etwa nicht ran? Kann das sein? Die 3000 Meter? Oh, die 3000 Meter enden genau 50 Meter hier ungefähr vor dem alten Clubhaus. Ja, okay, klar. Neue Baustelle zuweisen. Das heißt, denen müssen wir hier händisch Bescheid sagen. Das zeigt uns doch nur, dass auch hier in diesem Bereich ein weiteres Baubüro mit angelegt werden kann, welches dann nicht nur zusätzliches Terraforming hier in diesem Bereich erlaubt, sondern eventuell auch für die Automatisierung der Sanierungsarbeiten hier wichtig wäre. Ja, ich schau mal hier, wie die Geländelinien sich abzeichnen. Hier in diesem Bereich, ja, ohne Terraforming wird das schwer werden. Eventuell hier. Hier könnten wir mal schauen, ob wir das hier mit hinbekommen. Noch ein großes Baubüro. Die Bauindustrie haben wir hier. Ein großes Baubüro. Da könnten wir auch hier dieses 24er dann wieder nehmen. Ist die Frage, ob das hier vom Platz her passt. Ah, doch, das würde passen. Aber nicht ohne ein minimales Terraforming. Und, oh doch, hier können wir noch terraformen, hier vor Ort. Okay, prima. Das heißt, wir drehen das eigentlich um. Denn die müssten, wenn sie in irgendwelchen Sanierungsarbeiten tätig werden, die Baustoffe natürlich aus Wick Ost holen. Allerdings haben wir hier die Gleise fürs Depot. Das macht dann auch nicht so viel Sinn. Dann werden wir es doch so rum hier hinsetzen. Gerade sah ich es grün hier. Ja, so können wir das machen.
ein zusätzliches Baubüro und die bekommen hier auch eine vernünftige Einfahrt. Und auch hier müssten wir uns ja um den Strom kümmern. Ah, das ist unschön. Gleichzeitig produzieren wir jetzt hier wieder mehr Baubereiche hier, aber das ist nicht anders. Das heißt, das wird hier jetzt auch mit in Auftrag gegeben. Wir sagen hier Bescheid, dass das auch gebaut werden soll. Die Helis können hier mit zum Einsatz kommen. Umso schneller das hier fertig ist, umso besser ist es. Und dann versuchen wir hier möglichst tief in diesen Bereich hinein, denn hier ist ja noch ein zusätzliches Hafengebäude geplant, auch die Stromversorgung hineinzubringen. Und da schaue ich mal hier, ob wir das nicht hinbekommen. Den Strom müssten wir uns hier oben dann holen. Den könnten wir hier nämlich mit abzweigen von diesem Mittelspannungsschalter, denn dieser versorgt dieses gesamte Gebiet. Das heißt, er hängt an diesem Kraftwerk hier dran, ne? Das ist dieses hier, und ist damit sicher, immer dauerhaft versorgt. Und da müssten wir schauen, dass wir ja hier eventuell so eine Substation mit aufstellen. Macht das Sinn? Ja, ne? Hier eine Leitung bis hier zu einem Switch. Von diesem Switch aus werden wir dann eine Leitung hier irgendwo zu einem kleinen Umspannwerkchen herstellen. Da schaue ich mal, dass wir hier einen Mittelspannungsschalter, und da nehme ich auch wieder dieses recht altertümlich anmutende Gebäude. Aber das gefällt mir irgendwie. Deswegen wird das hier mit angelegt. Und zwar hier direkt an der Straße. Ja, so können wir das machen hier. Direkt hier an der Straße. Benötigt allerdings hier nur einen Lehmfußweg. Den haben wir hier hergestellt. Jetzt unterirdisch schnell. Was heißt schnell? Nicht schnell, sondern vernünftig. Unterirdisch eine Leitung. Denn hier jetzt so eine überirdische Leitung lang zu legen, ja, da müssten wir hier unter den Förderbändern hindurch. Das ist auch so ein bisschen unschön. Nee, da schauen wir mal, dass wir das hier unterirdisch verbinden. Und zwar von hier aus. Oh, hier ist auch nur ein Anschluss nämlich frei. Das habe ich überschätzt. Ein Anschluss nur. Wir werden uns hier mit anbinden. Das ist die unterirdische Leitung. Die geht dann zu diesem Mittelspannungsschalter. Kommen wir jetzt hier durch die Straße hindurch? Das kann doch wohl nicht sein, oder Leute? Doch, ne? Das ist so. Da müssen wir hier ein bisschen tiefer gehen anscheinend. Ein bisschen tiefer. Das heißt, wir müssen hier ein kleines Stück abreißen. Wir werden uns jetzt von dem Switch hier vorarbeiten. Gleich ein bisschen tiefer. So. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier unsichtbar bleiben sozusagen und nicht durchscheinen. Haben wir das hier vernünftig verbunden? Das sieht ja furchtbar aus. Aber anscheinend doch. Ah ja, gut. Mal schauen hier. Ja, jetzt sieht es ganz gut aus. Als ob hier nichts durchschimmern würde. Gut, das heißt, das kann im Bau gegeben werden. Das Ganze wird hier auch zugewiesen. Ja, die Leitung wird gebaut. Der Spannungsschalter wird gebaut. Und hier hinten bräuchten wir dann noch... Ja, da bräuchten wir jetzt hier eine, wie heißt es, eine Substation, also ein kleines Umspannwerk. Und da können wir ja auch mal ein anderes Gebäude nehmen, wieso denn nicht? Allerdings bräuchten wir hier einen Straßenzugang. Aber den könnten wir auch als Lehmweg ausführen lassen. Ja, wir könnten sogar noch ein bisschen weiter hier hinten hingehen. Aber das gefällt mir doch eigentlich schon ganz gut, oder? Es wäre natürlich passender, wenn wir hier die Leitung irgendwie so entlang legen könnten. Das heißt, dieses Gebäude hier hat den Anschluss auf dieser Seite. Ja, hier vom Tunneleingang. Weiß ich nicht, dann wird der Tunneleingang so verschandelt. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Dann schauen wir doch mal, ob wir nicht doch wieder dieses kleine Türmchen nehmen hier
als Substation, Electric Substation Tower, das ist dieses hier, denn das lässt sich doch recht flexibel hier einsetzen, ne? Ja, schauen wir mal. Genau, das könnte hier dann hinkommen. So werde ich das jetzt auch machen. Das wird hier mit aufgebaut. Hier wird es einen kleinen Fußweg geben. Erfreulich ist, dass unsere Zufriedenheit wieder ansteigt. Jetzt sind wir bei 84%. Das heißt, dieser starke Einbruch nach dem Zusammenbruch der Lebensmittellieferung ist wieder überwunden worden. Und hier, ja, reicht eine 1,2 Megawatt Leitung. Die werde ich jetzt hier entlang der Straße aufstellen und dann hier über die Straße führen. Und zwar soll sie dann hier an diesen Turm herankommen. Okay. Das ist eigentlich in Ordnung so, obwohl mir jetzt diese Leitung hier nicht wirklich gefällt. Denn diese läuft hier jetzt relativ gerade, obwohl die Straße eben nicht gerade ist. Es sollte doch auch ein wenig passend hier sein. Das heißt, wir werden hier nochmal ein Stück abreißen. Und diese Leitung könnten wir natürlich auch nacharbeiten, indem wir dafür sorgen, dass die Abstände hier dann verdoppelt werden. Obwohl das auch immer so eine aufwendige Geschichte ist. Und damit wäre jedenfalls dieser Teil der Strecke hier entlang der Straße jetzt vernünftig geplant. Ich weiß nicht, ob es uns hier gelingt, denn das ist auch so ein bisschen unschön hier mit den zwei Masten nebeneinander. Nur hege ich hier den Verdacht, dass das gar nicht so einfach möglich sein wird. Müssen wir mal gucken, ob wir hier nämlich ein Stück Straße irgendwie durchbekommen. Doch, das klappt. Ja, warum denn nicht? Ausprobieren. Ob wir auch hier eine vernünftige Verbindung schaffen können. Vielleicht müssten wir bis hierhin nämlich zurückgehen und dann versuchen mit einem längeren Stück Straße hier. Was aufgrund... Ach, möchte ich hier jetzt terraformen? Eigentlich nicht, ne? Jetzt arbeiten wir hier so eine hässliche... oh je, das ist wahrscheinlich ein Fehler. Aber gut, mal schauen, wie sich das jetzt hier auswirkt. So. Ja, ihr seht es. Das wirkt sich überhaupt nicht positiv aus. Das heißt, wir werden einen Mast hier noch platzieren und einen dann hier und die Straße hier abreißen und hoffen, dass diese Hässlichkeit hier schnell in Vergessenheit gerät. Und zwar so. Ja. Ist hier Terraforming möglich? Dann könnten wir das hier ein bisschen ausgleichen. Nein. Hier kommen wir auch schon wieder an das Ende des Wirkbereiches, nämlich unserer Bauindustrie, heran. Das heißt, wir können diese Projekte hier noch mit in den Bau geben. Das mache ich jetzt auch. Sage der Bauindustrie hier Bescheid, dass sie sich hier sowohl um dieses kleine Umspannwerk als auch um die Leitung kümmern sollen. Und hier die Straße haben sie schon fertiggestellt. Das ist eigentlich super. Das heißt, wir können weiter hier nach links nämlich asphaltieren, denn die Fahrzeuge können hier durch diesen Tunnel fahren und hier die Baustelle nämlich erreichen. Und so können wir hier schön Stück für Stück die gesamte Asphaltierung nämlich nachholen. Denn wir haben gesehen, wenn so etwas mal in Vergessenheit gerät, das ist natürlich äußerst unschön. Und jetzt schreiben wir auch schon den 9. April 1989. Ich schaue noch einmal hier ins Gefängnis hinein bezüglich der Belegung. Diese ist abgesunken, Leute. Oh, das ist gut. Das heißt, hier im Neustadtgefängnis ist es abgesunken. Im Altstadtgefängnis ist es abgesunken. Und auch hier weniger Häftlinge. Das ist sehr gut. Es gibt keine neuen entflohen Häftlinge. Doch, 25 schon in diesem Jahr. Oh, das ist unschön. Das heißt, hier müssen wir nochmal nacharbeiten. Aber sonst zeigt uns die Zahl der Häftlinge an, dass anscheinend jetzt ein Absinken langsam der Kriminalität hier nämlich erfolgt. Das heißt, die Erziehungsergebnisse durch die Beschallung mit Propaganda werden hier langsam sichtbar. Hier haben wir unsere Bauprojekte beauftragt. Das ist gut. Dieses Stück Straße könnte auch asphaltiert werden. Warum eigentlich nicht? Denn früher oder später wird die Straße hier fortgesetzt werden. Und es wäre durchaus auch sinnvoll, hier
noch ein weiteres Abrissbüro, wenigstens hier nach Svidava West zu bekommen. Naja gut, da müssen wir mal schauen. Unsere LPG-Bauarbeiten, ja, die laufen gut. Hier ist die Straße jetzt fertiggestellt worden. Herrlich. Und ich vergaß natürlich hier diese Gratistankstelle. Das fällt mir jetzt gerade ein, hier auch mit in die Versorgung zu übernehmen. Da soll sich hier natürlich unser Vertriebsbüro für den Treibstoff vor Ort auch um diese Tankstelle mit kümmern. Und das machen sie jetzt hoffentlich. So erhält die auch einen gewissen Nutzen. Und dann können wir uns in der nächsten Episode hier schon an den ersten fertiggestellten Gebäuden erfreuen. Ja, können dieses Gebiet hier weiter optimieren. Ich sagte ja auch, dass die Felder platziert werden müssen. Sehr schön. Und können dann ja irgendwie auch hier weiter an die Verbindung dieses Gebietes hier nach Svidava nämlich arbeiten. Prima. Ich hoffe, es war euch nicht zu chaotisch, diese Episode, auch wenn hier natürlich viele Sachen jetzt parallel gelaufen sind. Aber so ist es eben. Wir müssen hier wie ein Jongleur viele Bälle in der Luft halten. Ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.